Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir hatten vor, beim letzten Mal den letzten Gefangenen zu finden. Der ist hier. Unglücklicherweise habe ich den Weg von dort nach da nicht gefunden. Deswegen haben wir den das letzte Mal nicht gefunden und wir sind ein bisschen abgedriftet und sind dann hier hingekommen. Hier fehlt eine Kiste, die lassen wir jetzt mal Kiste sein und das. Ach so, okay. Kurz sehen, dass ich richtig lang laufe. Wir laufen Richtung Küste. Und. Ist da gerade ein Fisch vorbeigehüpft? Keine Ahnung. Die haben wir schon gefangen, die brauchen wir keine mehr. Hier ist was drin, das. Möchten wir sehen, ob wir das eventuell brauchen. Ah, noch was. Ich weiß eigentlich nicht, wie viele Kisten hier versteckt worden sind. Gefühlt sind sehr viele. Ah. Zufällig vorbeigehüpft und gefunden. Schön. Siehst du dieses Gummizeug? Das ist pure brauchbare Elastizität. So, hier ist Wasser. Das ist ziemlich wasserreich und... Ich bin leider beim letzten Mal nicht dazu gekommen, irgendein schwimmbares... Warum nicht? Ach, das ist... Ah, das ist doof. Schade. Ich dachte immer, das ist Wasser. Es ist aber gar nicht. Dann können wir natürlich jetzt nicht drüber. Eventuell mit dem letzten Teil des... Klipperkleiders? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Oh, da ist auch noch einer. Ein Ressourcenturm. Ansonsten kommen wir hier nicht drüber. Das ist schade. Ich glaube, hier war noch ein großes Tier irgendwo in der Nähe. Was hier einen Schlüssel hat dafür. Bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden. Vielleicht klappt es ja noch. Oh, auch noch eins. Noch ein Ressourcenturm? Sehr gut. Genau. Rüberspringen habe ich nicht versucht. Das sah mir alles viel zu weit aus. Deswegen überhaupt nicht den Versuch gestartet, das zu schaffen. Wo sollten hier ein Tierchen sein? Wobei, die sind ja auch nicht so klein. Allein für den Nachthimmel lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Irgendwo hier in der Nähe sein, aber ich habe gerade keine Ahnung. Schade. Wir gehen mal hier hoch, um mal zu sehen, ob da eventuell was ist. Ein bisschen ungünstig ist, dass hier und dass ich schon Ewigkeiten kein Dings mehr gefunden habe, kein Schnellreisepunkt. Das stört mich ein bisschen. War schon. Sehr gut. Ha. Ach so, stimmt, ich wollte ja hier hoch. Bin manchmal etwas vergesslich. Ab und zu. Ganz selten. Allzu weit sollte der nicht weg sein. Aber der Kleine versteckt sich doch ein bisschen weiter weg. Was sagen Schnellreisepunkt? Nein, das ist nicht ihr Ressourcenturm. Vielleicht da. Dann holen wir erstmal das hier. Brauchen wir nicht, weil da haben wir schon ganz, ganz viele von Ressourcen. Deswegen ist das eigentlich egal. Aber vielleicht bringt es ja doch noch so einen kleinen Erfolg, wenn wir da eine bestimmte Anzahl finden.
Vielleicht finden wir auch alle oder haben wir alle gefunden. Das wäre natürlich cool. Wow, hier gibt es schrottigen Metallschrott. Ich glaube, das ist auch wieder ziemlich ölig. Deswegen machen wir da mal einen kleinen Bogen drumherum. Muss ja nicht sein, dass wir denen zu nahe kommen. So, hier müsste wieder die Klippe sein. Da oben ist ein Ballon. Der ist bestimmt auch ganz gut. Da drüben ist auch ein Ballon, aber bis jetzt kommen wir da noch nicht hin. Das ist schade. Wir gehen mal zum Ballon. Ah. Wollte mich gerade freuen. Yay, Frucht gefunden ist es aber nicht. Aber hier in der Nähe sollte irgendwo eine sein. Vielleicht davon? Ich glaube nicht ganz. Sieht nicht so aus. Nachts oder? Ist die beste Zeit. Leider nicht. Hier, das ist einer. Weiß auch nicht, warum wir immer nur von einer... Ich weiß nicht, ob das immer alle sind oder gefühlt nur ich. Immer nur von einer Seite durchrutschen kann. Nervt manchmal einen Tick. Wir schnappen uns mal so ein Tierchen. Komm her. Halt. Ich finde die Tiere... Gefühlt irgendwie alle blöd. Das ist Schlankyfit. Weil? In diesem kleinen Schiff gibt es eine tolle Verbesserungswerkbank. Die sind alle nicht viel schneller als zu Fuß. Mal und deswegen sehen. Bin ich jetzt nicht so kein großer Fan davon. So, haben wir die auch gefunden und ja, können weitergehen. Hier ist noch ein Ressourcenturm, den machen wir auch kaputt. Es lohnt sich immer, ein paar Holzreste parat zu haben. Sehr gut. Da drüben kann man nicht hin, das ist über den Wasser. Nein, Wasser ist ja nicht Öl, über den Gewässer, welches da vor uns liegt. Da vorne war noch eine Bio. Zone. Das habe ich aber lange überlegt. Oh mein Gott. Da gibt es auch sehr viele Ressourcen. Wir gehen die mal besuchen. Wir waren ja schon mal, oder sind schon mal grob dran vorbeigeschrammt. Da war ganz viel, was heißt ganz viel? Es war einiges. Ja, das ist Bionukleus 10K. Hier dürfte die Kontamination noch stark sein. Einiges hier am Rand, beziehungsweise habe ich gefunden, oder ihr vielleicht auch mitgesehen, die Ressourcentürmchen. Jetzt hatte ich Angst, dass ich ins Wasser plumpse. Ah, ich dachte, es war noch ein zweiter. Okay, dann halt nicht. Ziemlich große Mauern. Da ist es. Sobald ich da reinplumpse, hat sich's ausgeplumpst und wir sind tot. Muss ja nicht sein. Deswegen finden wir da bestimmt eventuell vielleicht, man weiß es nicht, einen anderen Weg. So, sind wir drinnen. Oh. Die sind ganz gut, weil... Da kriegen wir genau die Teile und die sind gut für ach, du lebst noch. Guck mal, Alu. Ist das das, was wir sammeln? Nein. Haben wir drei. Weiß gar nicht, ob die reichen. Wir sammeln dann noch ein paar mehr. Denn grundsätzlich brauchen wir da ein bisschen mehr.
Ich versuchte mal hier von außen nach innen mich zu wagen. Ah, hier ist der zweite Turm. Was habe ich denn da gesehen? Ach, der andere hat gar nicht gezählt. Toll. Da sollte ich vielleicht nicht reinplumpsen. Da oben ist was. Und ich habe das Gefühl, dass ich da, wenn ich einen richtigen Zeitpunkt erwische, höher springen kann, aber das hat bis jetzt nie geklappt. Haben wir schon 4, das ist gut. Hier ist nichts. Da kann man gerade her. Ich mag die Zonen überhaupt nicht, also nicht nur die, sondern generell keine. Das ist immer von der Farbe, wo wir uns gerade aufhalten, immer ein Tick zu viel. Und ich finde das Gucken fürchterlich anstrengend hier drin. Hier waren wir gerade drin, oder? Gib deinen Augen eine Chance, sich an die Dämmerung zu gewöhnen. Naja. Muss mir irgendwie das Grüne klarkommen. Oder auf das Grüne klarkommen. Da juckt der Finger. Besten Fähigkeiten aller Zeiten, die sind ganz gut. Die haben schon. Gammastrahl. Kleine Dinge für deine großen Ideen. Sehr gut. Die ist aber wirklich riesig. Ich glaube nicht, dass ich alles finden werde. Wenn ihr was seht, was mir entfallen ist, dann haut gerne in die Kommentare. Dann gucke ich da gerne nochmal zurück. Was ist hier jetzt? Strahlen. Neutralisiert. Haben wir noch einen? Nö, alle weg. Hier geht's wieder raus. Da oben ist ein Turm. Naja, komm, wir holen ihn gleich mal. Wer weiß, ob ich den später wieder finden werde. Glaube nicht ganz. Gummizeug. Perfekt, wenn du etwas Flexibles brauchst. Ja, ich dachte, da ist irgend noch was, was wir eventuell brauchen könnten, aber hab nichts gesehen. Zurück in die Zone. Komm ich hier rein? Ah, ja. Hier unten ist was. Komm ich da hin? Nein. Dann. Ah, da oben ist mein. Du musst die Stutzen so regulieren, dass sie zusammenpassen. Sehr schön. Lassen wir mal die Flüssigkeit aus den Tanks und jetzt, können das holen. Da nichts mehr blockiert ist, kann es ungehindert fließen. Sich befindet. So, wir kamen von dort hinein. Wir sehen mal auf das Dach. Sein, dass hier was sich befindet. Macht nicht den Eindruck, deswegen springen wir wieder runter. Da können wir rein. Da gibt es auch einen Schnellreisepunkt, das ist super. Hier ist nichts, da ist nichts. Ich weiß gar nicht, ob das hier die letzte Zone ist.
Mal sehen. Mal sehen. Ah, okay. Kommen wir da hinten rüber? Ich weiß es nicht. Ja, ziehen uns einmal hier oben um. Wobei, hier scheint nichts zu liegen. Doch, hier. Nein. Macht das Spiel immer, es verarscht mich. Ich denke, da liegt was, aber dann ist es so ein Schnellreisepunkt. Fürchterlich. Auch nichts, auch nichts. Ah, doch, hier ist was. Erste Kiste. Wir brauchen noch 5. Hier ist noch was anderes. Widerlich. Hier stinkt es. Das solltest du behalten. Obwohl die... Okay. Wollte gerade sagen, obwohl die Geräusche, hat die nicht gezählt, doch hat sie. Das ist gut. Tagsüber sind die Farben leichter zu erkennen. Oh nein! Mitten zwischen die Augen. Hey du. Kritischer Treffer. Bei den Großen müssen wir nicht mehr kriegen, aber eigentlich nicht. Oh nein, nicht reinschubsen. Sehr gut. Oh. 17 Stück, 18 Stück, das ist gut. Weil das sind viele. Jetzt brauchen wir noch einen Ressourcenturm und ganz viele andere kleine Kisten. Und hier finden wir zum Beispiel nichts. Weiß nicht, ob wir da was finden. Wir gucken einfach mal nach. Nö. Okay. Ja, wir sollten darauf verzichten, in Dank zu gehen. Ich denke mal, hier wird es nicht viel anders ausschauen. Ne, da gehen wir nicht lang. Also gehen wir wieder zurück. Weiß nicht, wir können noch mal sehen. Ah, hier unten ist nichts. Wobei, hier können wir nicht mehr stehen. Deswegen zurück. Hier ist der Schnellreisepunkt, der da leuchtet. Warum leuchtet es noch? Wir haben es doch schon gefunden. Komisch. So. Wir gehen ein bisschen weiter, brauchen noch ein bisschen was. Und ich bin gespannt, was wir noch so finden. Vielleicht finden wir auch alles. Ich fühle es bis jetzt noch nicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Hier geht's raus. Da ist der Ressourcenturm. Da komm, hau zu. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch 4 Kisten. Wenn wir die gefunden haben, dann bin ich happy, glücklich, freue mich. Ist hier was? Nee, ich dachte, hier ist ein Kampf. Was glaubst du, wie viele solcher Tage die Welt noch hat?
Waren wir hier schon mal drin? Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein, aber tatsächlich weiß ich es nicht. Dann könnten wir von hier gekommen sein. Beziehungsweise von dort. Hier waren wir schon mal, denn sonst würde der was rauskrabbeln. Da es das nicht tut, gehe ich davon aus, dass wir hier schon mal waren. Schade. So. Hier hochgeschaut, da ist auch nichts. Vielleicht finden wir hier was drin. Leider nicht. Wir brauchen noch 3, 4, weiß gar nicht. Wir brauchen noch ein paar Kisten auf jeden Fall. Bis jetzt verstecken die sich ganz gut. Wir waren doch schon mal oben irgendwo, also quasi hier. Ich glaube, da waren wir schon mal. Wo ich jetzt reingerannt bin. Noch 3 Kisten. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Hier in der Anlage waren wir auch. Wir waren, glaube ich, auch auf dem Dach. Denn hier haben wir, glaube ich, Wasser rausgelassen. Schnellreisepunkt. Schade, ich bin... weiß gerade nicht so richtig weiter, wo noch was sein soll. Wir brauchen 3 Kisten. Ich habe keine Ahnung, wo die rumliegen. Das ist doof. Oh, wollte ich gerade rumspringen. So nah dran. Okay, ich möchte mit euch gemeinsam gucken. Hier wäre noch so eine Mission, die können wir gerne mal verfolgen. Ja, machen wir da mal. Also beim nächsten Mal. Dann können wir auch mal hier gucken. Vielleicht kommen wir von hier nach dort, nach da, aber vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, hier unterirdisch irgendwo lang zu kommen, weil hier auch nochmal so ein Dings ist, aber hier ist auch nochmal Wasser und hast du nicht gesehen. Dann was haben wir hier noch? Noch so ein Tresor. Und ja, stimmt, wir haben eine Stufe. Die machen wir mal. Schneller, besser. Sehr gut. Und wir haben hier die Verbesserung. Cool, brauchen wir noch einen und dann haben wir es auch geschafft. Sehr schön. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.